Milio Ash ist doch eine gute Lane von dem, was ich gehört habe, oder? Weil Ash gegen Zed klingt eigentlich ein bisschen Pain. Ey, komm, go. Ich habe letztens von einigen Leuten gehört, dass das Approach Velocity overrated ist auf Ash, aber irgendwie glaube ich das nicht. Wir spielen es mal ohne Approach Velocity. Wir haben die Kackwurst 3000 auf Top Lane. Geiler Typ. So, warum spielt man jetzt Q-Max? Ja, aber man macht doch trotzdem 2-3 Punkte in Q in W early und dann Q-Max, oder? Also direkt Q-Max kann ich mir nicht vorstellen. Boah, die Range ist ja komplett disgusting, Alter. Aber hätte ich da jetzt Approach Velocity gehabt, hätte ich härter darunter rennen können auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo Morgana ist, aber ich will das hier eigentlich abusen. Oh mein Gott, war das bad. Ich sterbe hierfür, ist okay. Lol. Okay, also Milo Ash fühlt sich ja disgusting an. What the fuck? Jetzt gibt es den legendären Ash Midlane Roam. Pass auf. Ja. Imagine, du bist einfach unter Level 3 Botlane Ash geroamt und stirbst. Also ich merke jetzt schon, keine Approach Velocity zu haben, ist echt scheiße so. Also ich glaube, gerade mit Milio ist Approach Velocity schon sehr, sehr broken, weil du die Range halt noch viel härter abusen kannst. Yo, wieso trifft mich das denn jetzt? Was war das eigentlich gerade für eine kranke Thresh-Flay-Range? Lol. Wait, die ist die ganze Zeit im Busch gewesen? Ich hab doch hier gehawkshottet. What the fuck? Ich will die Wave haben, mir egal. Ah, da hat sie mich. Die dürfen ja eigentlich nicht absteppen. Wieso kriege ich denn die ganze Zeit Tower-Aggro? Was soll denn das? Wovon? Ah, von der Milio-Passive, right? Kann das sein? Ich zieh durch, tschüss. Bin nicht so weit ahead, wie ich es gerne wäre, weil die Jinx da die 2 Kills geschenkt bekommen hat. Red Buff wird nicht von W übertragen. Red Buff wird nur von Single-Target-Abilities übertragen. Wobei, selbst da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Doch, oder? Ich glaube, Single-Target-Abilities procken Red Buff. Und das sind nur Auto-Tags. Ich habe Clans ready. Ich habe Kraken, ich will jetzt mit mir fighten. Ah, oh, ich habe meinen Auto-Tag nicht drauf gekriegt, das hätte ich gleich können. Ja, ich will einfach auf der Lane push weiter hier. Red Buff ist ab. Also Morgana wird hier sein. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob wir 2 gegen 3 gewinnen können. Ich glaube, ich push die Wave und dann gehe ich Base. Ja gut, Ivan ist nicht da, ne? Dann droppen wir den Drake einfach, I guess. Boah, jetzt aber auch noch Red Buff. Die hat jetzt Kraken-Power-Spike, aber ich will die trotzdem runterrennen. Bestes Gericht von Löwenanteil. Chili auf jeden Fall ist geil. Stört mich irgendwie, dass ich nur 10 CS ahead bin. Ah, jetzt bin ich alleine hier bei Milio und Mitte vorbeischauen wollte unbedingt. Push hier und move jetzt. Oh mein Gott, der war sick, der Sidestep. Muss man ihm lassen. Das war wirklich ein cleaner Sidestep von Thresh. Wir haben alle Flash. Chill, Guys. Ich push doch schon. Ich laufe einfach durch. Aua, nein, bitte nicht. Ja, also wenn man im Winning-Team ist, fühlt sich Ash ganz geil an. Ich meine, jetzt Forbidden-Kombo. Eigentlich ist Runans illegal. Aber ich mach's trotzdem, weil dann kann ich mir noch Boots kaufen. Kann man Blade noch spielen? Bestimmt. Ich spiele das erste Mal seit 2 Wochen. Ne, seit 2 Monaten, Ash. Ist noch ein bisschen früh, um dir über Item-Builds was zu verraten. Der scriptet der Thresh. 100%. Kann nicht sein. Meine Arrows kann man so nicht dodgen. Das ist wirklich einmal frech. Das ist unser nächstes Objective eigentlich. Gar nichts ab gerade, ne? 1,40 Drake. Bis da haben wir einfach Pressure halten. Z ist eigentlich der einzige, von dem ich Angst haben muss. Und die CC-Chain von denen ist auch ein bisschen disgusting. Aber beide Bot. Wir sollten in den Top reinspielen. Wir sollten Top diven, was auch immer da ist. Wobei. Ne. Ich laufe da durch.
Das könnte gleich von unten kommen. Ja, die Arrows sind wirklich on point gerade, muss man sagen. Ja, die sind Weltklasse von mir. Ein bisschen Angst vor dem Set. Ich muss einfach nur seine Combo flashen, das sollte kein Ding sein. Ich weiß nicht, ob der Ult hat. Na, kleiner Schisser. Na gut, ich komme da nicht mehr ran. Tschüss. Ja, ich flash darüber, was da ist. Völlig unnötig, aber war eine Machtdemonstration. Ich glaube, ich gehe auch BT als drittes und nicht Infinity Edge. Damage brauchen wir nicht. Ein bisschen Tankiness ist geil, glaube ich. Könnte man auf Ashe sogar Kraken-BT gehen? Ja, ich kann nicht Bot gehen. Ja, doch. Wenn die Richtung Nash moven, dann contesten wir den einfach. Die haben nicht genug Damage, um den zu one-shotten. Ich will, dass die Nash starten. Die sind 100%ig dran. Oh, Soldatin ist gestorben. Mein Elfer tippelt nicht. Ja, die haben den ein bisschen schneller gemacht, als ich dachte. Also wenn die da Nash machen, ist halt Free Ace für uns, aber wir hätten ein bisschen früher da sein müssen. Ich glaube, wenn der Malphite instant tippet, der Vladimir da nicht stirbt, aber vielleicht hätten wir auch einfach Botlane nur anfaken sollen. Ist ja wahrscheinlich besser gewesen. Das Cleanse war wild, ne? Da bin ich kurz in die Zukunft gesprungen. Wo kommt er denn her? Nee, kein Bock. Wir haben gar keinen Nash Recall hier. Ich nehme aber Zeit Jungle. Oh, nee, doch nicht. Oh, oh ja, ja, Autopathing. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Wir haben keine Wave, also Endemann können wir hier niemals. Brauchen wir Passions of Mind, dann hast du Kekse. Ich habe gerade Cookies, einfach mal um zu testen, wie es sich ohne Approach Velocity anfühlt. Und ich muss sagen, es fühlt sich sehr scheiße an ohne Approach Velocity. Ich glaube, Presence of Mind ist schon sehr OP auf Ashe. Also Ashe ist schon... Wobei, so mana hungrig ist Ashe eigentlich gar nicht, ne? Ich spiele immer Over the Guinea Ja, ich glaube auch, wenn du Cookies gehst, kannst du auf Presence of Mind verzichten wahrscheinlich. Aber Overheal dann halt nur, wenn du Shippo spielst, right? Oh mein Gott, ich wollte gar nicht Aaron. Aber wo sind denn alle? Guys, hello! Warum ist denn keiner hier? Das ist gerade so angefühlt, als ob ich gegen Ivan spiele. Ich habe ja BT, ne? Ich kann mich einfach heilen. Overheal mit Kraken. Aber ich glaube, also, ich habe immer das Gefühl, wenn du Overheal spielst, ohne Shieldbow, ohne Fleet Footwork und ohne Early BT zu bauen, dann ist die Rune zu spät gut. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dann ist Triumph immer noch besser sogar. Mein Team hätte sogar ohne mich gewonnen. Das ist ja kompletter Quatsch. Also, ne. Das ist frech. Ich habe komplett gecarried das Early Game, hä? Der scripted der Thresh.